Oh mein Gott, wer hätte gedacht, dass ich euch hier zurückheißen würde? Willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Kingdom Hearts 3 hier in der Toy Story Welt mit. Mond, Pluto und. Iduck. Und natürlich unseren beiden neuen Freunden Mike und Sally. Und ja, ich weiß gar nicht, welchen Weg ich gehen muss, aber ich muss erstmal sowieso in die Steuerung reinkommen. Und ja, okay, mit X greife ich an, alles klar. Okay, und so wechsle ich die Waffen. Ja, das ist alles sehr schön, cool, ja, okay. Damit hätten wir das geklärt und let's go. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Das sieht nicht so aus, als wäre das der richtige Weg. Ja, die letzte Folge ist jetzt auch mittlerweile, keine Ahnung, wie lange her? Ich glaube ungefähr bin ich hier richtig? Es sieht nicht so aus. Doch. Lol. Ich bin doch richtig. Ja, die letzte Folge ist jetzt mittlerweile auch schon über ein Jahr her oder so. Oder fast ein Jahr her. Ich weiß nicht, wann ich die letzte Folge gemacht habe. Mutring, okay. Sagt mir absolut nichts. Ich guck da aber auf Cam. Oder soll ich das jetzt nochmal schnell gucken? Nein, ich wollte kein Foto machen. Warte, warum gehe ich nicht auf Ausrüstung, ich Vollidiot? So. Da hat es noch die beiden Ringe, genau. Angriff wird erhöht, aber ab. Nee. Angriff wird erhöht, Magie sinkt und FP sinkt. Momentan mit der Waffe. Sternschnuppe, brauchst du da? Okay, da brauchst du Magie, okay. Oder? Ja. Nur wenn ich Hilfs-Sheriff nutze. Ja gut, dann brauchst du das erstmal nicht. Jetzt halt die Frage. Gib mal Donald die Lachplakette und den Expertenring. So, und du bekommst. Nee. Aber Sally. Ja, Sally kannst du ja sowieso drei Sachen geben, deswegen bekommst du den. Ich denke, das ist okay so. Anscheinend bin ich hier wirklich richtig. Interessant. Dass ich direkt richtig predicted habe nach gefühltem Jahr. schon krass. Oder ich habe diese Seite mal einfach schlicht und ergreifend übersehen. Gibt es denn eine Karte? Ja, ne? Nein? Also nicht die Minimap, ich suche die richtige Karte. War ich jetzt hier oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Und ich weiß auch nicht, warum uns Boo folgt. Ich glaube, ich muss mal nochmal in das letzte Video reinschauen. In den letzten Part. Hätte ich vielleicht vor der Aufnahme machen sollen, oder? ja, konnte ich nicht wissen. Aber ich dachte mir, da ja aktuell sowieso. Oh, okay, das sieht mir richtig aus. Yo.
Ich dachte mir, da ich ja sowieso aktuell nur ein Projekt am Laufen habe, nämlich Pokémon Purpur, können wir das doch so machen, dass ich die restlichen Projekte einfach wieder aufleben lasse. Ob jetzt alle aufleben oder wiedergeboren werden quasi. Du musst sozusagen, wie mache ich das mit der... Hä? Ah, okay. Mit L. Gut. Und scheinbar bin ich doch richtig. Ich glaube, ich nehme den Hilfsscheriff, oder? Ja. Ja, ich dachte mir halt, nochmal alles neu aufleben zu lassen, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Vielleicht ist es auch eine dumme Idee, weil sich das höchstwahrscheinlich kein Schwein anguckt, aber wie gesagt. Okay. Ja, nochmal zum Thema. Ich weiß nicht, ob alles zurückkommt. Weil bei Dynasty Warriors muss ich es mir halt nochmal überlegen. Aber ich denke, dass Dynasty Warriors fürs Erste als beendet gilt. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht ganz zu 100%, aber ja. Wir müssen mal schauen. Jetzt gibt's aber in der Story weiter. Oh no. Disregard code 835. 7216 in progress. We have visual on unidentified life forms. Suspected cause of the conflagration. Code 7216 over. We gotta get to Boo's door. Right. Okay, das sieht mir nach das. Nach dem Finale der Welt aus. So Gott, oh Gott. Das ist nicht gut, dass ich da nicht vorher die Folgen mehr angeschaut habe. Aber wenigstens was Positives. Donald wird Level 27. Oder Zombie Donald? I don't know. Ich sollte aber vorher gucken. Warum folgt mir Boo? Das weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, welche Waffe ich verwenden soll. Wir kriegen ja, denke ich, auch am Ende der Welt eine neue. War ja bisher immer so. Das weiß ich noch. Ready to descend. Stand aside. We'll get this fire put out pronto. Code 7216. Unidentified life form sighted. These guys are our specialty. Irgendwie passt auch dieser Traumfresser hier dazu. Wie ist der Traumfresser? Okay, machen wir mal den Raketenstorz. Und ja, das zieht ziemlich viel ab, aber ich... Der hat nur 4 Leben. Oder 3 Leben. Oder Lebensbalken. Es sieht mir nicht so danach aus, als wäre das wirklich der Boss. Ehrlich gesagt. Sora, warum hast du... Bruder, greif doch das Monster an. Oder ich mache Automatikschuss. Oder auch nicht. Ja, ich komme hier absolut nicht klar. Merkt man vielleicht. Bisschen heilen, so, genau. Aber ich kann Feuer nicht einsetzen. Warum denn nicht? Ich hoffe, das Gelbe ist auch nicht zu laut. Oder dass man mich halt hört. Wenn nicht, muss ich das runterstellen. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ach, hier sind Gegner. Nee, hä? Ist der jetzt tot oder nicht? Ja, offenbar. Okay, die haben eine Schwäche gegen Wasser, habe ich gehört. Ja, ich kann nur kein Wasser einsetzen, weil ich keine Magie mehr habe. Oh mein Gott.
Und ich habe keine Items. Warum habe ich keine Items ausgerüstet? Das ist alles verwirrend. Ich bin verwirrt. Hä? Was muss ich denn hier machen? Kommen die Gegner immer wieder? Werden die respawnen? Nee. War das jetzt das Finale oder nicht? Thank you. You did great. Yes, sir. We'll be on our way. Time to go. Yeah. Okay, scheint nicht das Finale gewesen zu sein, aber ich denke mal, da wird irgendwas mit Randall noch kommen. Definitiv. Ich weiß nicht, ob das jetzt dumm war mit dem Plasma-Auto, weil ich komme einfach mit dem nicht klar. Ach, man kann auch so schießen, ich habe das jetzt mit X gemacht. Okay. Interessant, kann man hier hoch einfach so? Yo. Mach ich bald das Finale. So. Ich weiß gar nicht, was klüger gewesen wäre. Aber es sieht sehr danach aus, als würden wir ins Finale kommen. Habe ich das nicht richtig gesehen? Ich habe doch, Dings bekommen. Ich rüste den jetzt auch mal hier ein paar Items aus. Soulmas! Ja, ich denke, das geht so. Bin ich gerade blind? Wo muss ich das denn einstellen? Ja, okay. Wasra. Das ist doch neu. Hä? Das habe ich doch schon. Feuer, Vita, Eis, Blitz, Aero. Gab es da nicht noch eine andere Form? Ach so. Ah, hier. Feuer, Vita, Wasra. Genau. Brauche ich Aero? Nee, ne? Da. Ich rüste hier mal Blitz aus. Ich denke, diese Kurzbefehle werde ich für Magie nutzen. Und die schicken Verstärkung. Ja, das ist sehr schön. Ja, ich dachte mir auch, Kingdom Hearts 3 jetzt langsam zu beenden, weil ich meine, nächstes Jahr kommt Kingdom Hearts... Oh Gott, warum wird das hier so? Ich meine, nächstes Jahr kommt Kingdom Hearts 4 raus, auch wenn es ursprünglich hieß, es gibt kein Kingdom Hearts 4, aber... Ja, das war dann wohl eine Lüge. Oh, was? Yo. Alter. Also dieser Frosch macht mir ein bisschen Angst. Weil er so heftig ist. Der Käferfrosch. Okay, dann mach ich den Magiewerfer. Das dürfte reichen, wirklich. Jo, der ist ja krass. Ja, ich muss, glaube ich, denke ich, ein bisschen mehr ins Spiel wieder reinkommen. Wie gesagt, seit der letzten Folge habe ich auch das Game nicht mal weitergespielt. Und ich habe mich heute mit Simpsons unterhalten. Mit Elder Scrolls Online zum Beispiel. Grüße gehen im Übrigen raus. Ich hoffe, dir gefällt dein Geburtstagsgeschenk. Einfach jetzt mal so random gesagt. Also nee, ernsthaft. Ich weiß nicht, ob du das dir angucken wirst, aber... Oh Gott. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Schnauze halten.
Ah, nicht so viele, exzellent. Ja, was ich sagen wollte ist, ich weiß nicht, ob er sich das angucken wird. Ich hoffe es natürlich, dass er sich alle meine Videos anschaut. Aber Tim hatte halt Geburtstag, schon ein bisschen länger her, aber euch hätte ich auch machen können. Verdammt. Tim hatte ja Geburtstag gehabt, ein bisschen länger her. Ich glaube sogar gestern vor einem Monat. War gestern der 4.? Ja, ne? Ja, doch. Also am 4. hatte er halt Geburtstag und da haben wir beschlossen, weil wir das ja schon seit Jahren so machen. Normalerweise nach Erfurt fahren, aber das ist ja jetzt nicht drin gewesen, deswegen, ja. Und ohne Geburtstagsgeschenk ist das halt kacke, deswegen, oh, laufe ich gerade zurück? Ich glaube, ich laufe gerade zurück, oder? Deswegen, ja. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ist das jetzt ein Rückweg gewesen oder nicht? Oder ist das der Rückweg? Nein. Ja, hättest du es mal früher gewusst. Ich mag im Übrigen dieses Gegner-Design. So richtig, weil wir gerade auf einer Baustelle sind. Oder so eine Art Baustelle. Dass die jetzt so einen Baustellenhelm haben. So, keine Gegner mehr da, lol. Ich möchte aber noch gucken, denn ich möchte nicht das gleiche wie in Olympus haben. Da habe ich auch noch nicht nachgeguckt, wo die letzte Truhe ist. Das wird sich, denke ich, in den anderen Welten auch nicht ändern. Wobei wir in einer Welt, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ziemlich weit sind mit den Truhen. Muss ich das angreifen? Was muss ich da machen? Hä, Bro? Ach so. Ach so, das ist... Ah, okay. Ah, okay. Das habe ich nicht gesehen, dass da eine Röhre ist. Ich mache jetzt auch... Nein, ich wollte mich nicht heilen. Oh, jetzt. Pass auf. Bam. Oh, yeah. Komm, können wir gleich nochmal machen. Ah, krieg ich noch das hier? Nee. Sieht nicht so aus. Schade. Ach doch, hier neben mir, lol. Ja gut. Ich denke, das ist nicht so schlimm. Krieg ich den noch als... Stimmt, man kann die ja mehrfach. Bam! Ich wollte es jetzt eigentlich schön chillig machen, aber... Oh nee, nicht schon wieder das Raketenfahrzeug. Ich hasse das. Das wollte ich. Ich wollte eigentlich auch nur die Truhe öffnen. Okay, was geht jetzt hier so ab? Ich schau mal auf die Zeit. Wir haben noch ein bisschen. Wir können ja auch ein bisschen länger machen, oder? Komm. Als Premiere für die neue Folge. Und keine Sorge, es wird auch offiziell weitergehen. Also ich lasse es jetzt nicht mehr schleifen. Hä? Muss ich da diesen Geistes... Ja. Offenbar. Das würde halt niemand machen, ne? Tankraum. Ich bin wieder zurück, oder was? Ja gut, dann würde ich sagen, ist das ein guter Punkt für die heutige Folge. Für den Feierabend. Ja, ihr seht, ich habe da... Das habe ich aber auch genau an den Tag gemacht, wo ich die letzte Folge aufgenommen habe. Also, ja. Genau. Wie gesagt, es wird jetzt wieder mit Kingdom Hearts und anderen Projekten weitergehen. Wie, in welcher Art und Form, weiß ich noch nicht. Ich bin am Überlegen. Und ja, falls es euch gefallen hat und falls ihr wieder froh seid, dass es weitergeht,
Falls sich das überhaupt noch jemand anguckt, liken, kommentieren, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss und ciao. Okay, bye, Leute.